Battle Brothers, Northern Raiders Kampagne, Tag 2, an dem wir auf das Untoten-Event warten. Zeit für die dritte Late-Game-Crisis. Es ist immer noch kein Ijirok auf der Karte erschienen. Wir legen los. Ich habe gedacht, es kommt sofort ein Pop-Up. Es wäre lustig gewesen. Manchmal kommen so Pop-Ups, wenn man das Spiel neu lädt. Da muss man kurz aufpassen. Also, was heißt aufpassen? Ist nicht so, als könnte ich mich dagegen wehren. Wo muss ich hinliefern? Natürlich, Hagen der Merchant in Norristedt. Ist das nicht direkt nördlich von mir? Alter! Hui! Na dann, das Spiel sagt, ich brauche 3 Tage bis dahin. Ich sehe das anders. Aber los geht's. Vielleicht finden wir unterwegs was Lustiges. Wir haben keine Munition mehr, sehe ich gerade. Ist hier ein Archer unterwegs? Finsterwalde? Bist du ein Bogenschützenland? Sieht nicht so aus. Da ist irgendwas niedergebrannt. Hagermoos. Du hast Lumber, das heißt, du hast vielleicht auch Pfeile. Ich weiß, so funktioniert das nicht, aber wir brauchen trotzdem Munition. Was soll man da machen? Vielleicht finden wir unterwegs einen Unhold, gegen den wir kämpfen können, um 3 Unhold-Leder einzugreifen. Oder der Ichirok lebt genau hier, in diesem fetzen Wolke. Ah. During Camp. Es geht los. War is upon us. Ich scroll euch das langsam durch. Das ist wirklich viel, viel Text, wo es ums alte Imperium geht. Wir haben jetzt Träume davon, dass wir der Imperator sind. Ein bisschen wild. Ich habe das alles mal gelesen. Ich sag, das Buch liest sich ganz genauso rumpelig. Aber es ist kein schlechter Text im Endeffekt. Ich glaube, wir hatten auch noch keine Undead Crisis, oder? Nee? Dann haben wir jetzt aber alle auf dem Kanal. Wir hatten mit den Crusadern. Haha, mit den Oathtakern bin ich mir ziemlich sicher, dass wir a few ancient priests, jetzt wird er langsam wild. Mit den Crusadern hatten wir ziemlich sicher mit den Oathtakern unten den Glaubenskrieg gehabt. Und mit der Kampagne hatten wir dann jetzt die anderen 3 haha Crises gehabt. Das heißt, wir haben jetzt alle 4 auf dem Kanal. Dann kann sich jeder anschauen, was er gerne möchte. Wir können endlich in den Krieg gegen die untote Gefahr ziehen. Hallo, ich suche Munition, günstige Munition und Essen. Essen für die Männer. Okay, danke. Okay, ja, ich habe viel, viel cooles Essen dabei. Ich weiß, weil ich mich um meine Kompanie kümmere. Ich suche immer noch nach Champions. Ein paar gepanzerte Unholde. Many Reavers. 12 Stück. Hallo. Ich kann mich nicht immer verstecken, okay? Nur weil ein Chosen mit dabei ist. Ich kann gegen Chosen kämpfen. Das Problem ist nur, sind Chosen eigentlich nochmal eine Klasse oben drüber? Ich denke schon, oder? Also so rein logisch gesehen. Ich würde ja auf den Hund schießen, aber es ist ein bisschen verschwendete Energie. Wir schießen einfach so einen Reaver. Wir haben ganz schön hohe Stats. Ich meine, der hier hat fast ein 100er Ranged Skill. So, ich habe übrigens gesehen, dass die KI anscheinend geändert wurde von den Barbaren und die Adrenalin erst so ab Runde 4 oder 5 benutzen und nicht direkt schon am Anfang. Ach richtig, ich wollte, dass Naid mal wieder eine Armbrust bekommt. Weil, ich bin mir nicht sicher, ob das da besser oder schlechter ist. Aktuell ist er ja mehr so unser AOE-Spezialist tatsächlich. Der hat die Sense, mit der greift er mehrere Ziele an. Der hat das Gewehr, womit er mehrere Ziele angreift. Wo ist denn unsere ganze Munition hingekommen? Ich weiß, dass wir 60 Schuss verloren haben. Warum sieht denn der so viel gefährlicher aus als die anderen? Dass wir 60 Schuss verloren haben, als sie ihr komisches Spielchen da gemacht haben. Die Frage ist, rücken wir vor oder nicht? Die sind alle mal in Schlagdistanz. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, vorzurücken. Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, die beiden durchzurotieren, damit der andere im Zweifelsfall 2-mal angreifen kann. Okay. Der kann gerade nichts tun, weil keine Gegner für den da sind. Hier unten halt nur mal den Speer raus.
Den lassen wir auch so da stehen. Ich glaube, nach hier können sie nicht reinspringen, aber sie können bis nach da. Na, der schubt mal den Hund von sich, nimmt auch den Speer raus. Ah, richtig, Drummer Boy spielt ja auch noch mit. Können wir die haben, die Trommel? Ich könnte Bertram zu einem Trommler/Bannerträger machen. Ich gehe nicht davon aus, dass man die Trommel haben kann. Aber es war eine lustige Frage, denke ich. Wir können meinen Crusader nicht vernichten. Geht doch, die können da reinspringen. Achso, weil der jetzt die Zone geblockt hat. Na gut. Drummer Boy will sich ja nicht zeigen. Bom, 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 bom. Ich finde das so uninteressant für die Gegner, als ob selbst lebendige Gegner jemals Probleme mit ihrer Ausdauer hätten. Die tun da so, als würden die wirklich irgendwann irgendwo stehen und wären am Schnaufen. Größter Blödsinn. Drummer Boy ist da hinten. Das hier könnte ein bisschen hässlich werden, aber Dietmar wird ja wohl mit einem Barbarian Chosen Solo fertig werden. Ich meine, kommt schon. Das ist schließlich Dietmar. Der hier kriegt eher Probleme, wenn der Chosen hier angesprungen kommt. Vielleicht sollten wir den hier reinsetzen gleich. Kann hier überhaupt noch jemand kämpfen, wenn das so weitergeht? Wir ziehen den hier mal rüber, damit der hier nicht auf allzu dumme Ideen kommt. Na, das war nix. So, hier machen wir dicht. Und ihr seht doch dann langsam so aus, als wollt ihr mal auf Adrenalin drücken, oder? Genau. Oh, wirklich? Der hätte einen Schritt machen können und Dietmar angreifen. Stattdessen steht jetzt an Bertram und an Roderick, die er auch nicht töten kann. Wieso bist du eigentlich der dedizierte Fernkämpfer von denen geworden? Mir das irgendwie erklären? So, Roderick. Das ist deine Chance, einen Barbarian Chosen zu töten. Gut, Roderick. Das war deine Chance, einen Barbarian Chosen zu töten. Manchmal klappt es halt einfach nicht. Wo ist denn der da, der aussieht wie ein Diablo-Barbar? Oder ein Chaoskrieger mit den 6 Augen vorne im Helm. Was war das? Hat er seinen eigenen Kumpel umgebracht? Barbarian Chosen, es killed Barbarian Chosen. Das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich für Chaoskrieger, ne? Meines gewinnt der Stärkste. Die sehen relativ simpel gestrickt aus, die Jungs hier. Das werden also wahrscheinlich Kornkrieger sein. Wobei, die haben Fernkämpfer dabei. Dann wird es kompliziert. Nachdem die aber keine Mages haben und sehr abergläubig sind und Magie nicht mögen, ist es auch keine Zench-Warband. Slanesh sehe ich hier leider nicht, tut mir leid. Vielleicht ist es einfach eine sehr verquerte Korn-Warband, die Memo nicht gekriegt haben. Der Rundschwinger hatte nicht weniger Chance zu treffen als normaler, okay. Ich denke, wir sind hier fertig. Drummer Boy darf nach Hause gehen. Ich lasse jetzt nicht die Hunde los, um dir zu zerreißen. So schlimm ist dann auch nicht. Irgendwas? Nö. Ein Haufen Schädel und ein Haufen rostige, schwere Waffen. Ja, die Barbaren haben jetzt erstmal genug zu tun. Lüdersgard. Wir kommen nur kurz durch, um Munition zu kaufen. Auch wenn es teure Munition ist. Was habt ihr? Ihr Mustard, oder? Ja, ihr zieht in den Krieg. Lüdersgard zieht in den Krieg. Das heißt aber anscheinend auch, dass ihr all euer Zeug benutzt habt dafür. Cool, cool. Wenn ihr nur noch ein paar Dappese hier rumstehen habt. So, das war das Ding, das ich nicht gemacht habe, weil das so hardcore war wegen den Trollen, die mit dabei haben. Die haben Höhlentrolle. Schicker See hier sieht man auch relativ selten, oder? Okay, so viel dazu. Es ist einfach nochmal exakt derselbe See, copy-pasted dahin. Kann jedem mal passieren, okay? Manchmal, da sieht man einen See und denkt sich, nice, ein See. Es ist nicht besser geworden, es ist, glaube ich, schlimmer geworden.
Was habe ich denn neu gesehen? Ach, 15 Untote. Uralte Legionäre, die einfach mit Geistern unterwegs sind. Cool, cool. Na gut, wir schauen mal, ob Norristedt Geisteraufträge für uns hat und dann nehmen wir uns mal den Untoten an. Wir müssten dann tatsächlich mal unsere Aufgabe tauschen. Are you sure you want to cancel? Yes. Dann passiert das nicht. Kann ich nicht canceln, während ich eine Mission am Laufen habe? Okay. Weil dann machen wir jetzt gleich Untote. Destroy Crumbled Watchtower. Gegen wen kämpfe ich denn da? Manchmal muss ich die Quests auch lesen, nicht? Ich klicke immer nur durch und verlange mehr Geld, ohne dass ich überhaupt weiß, worum es geht. Ja, wir werden den Crumbled Watchtower vernichten, in der Hoffnung, dass das irgendwas mit den Untoten zu tun hat. Vorher lassen wir unseren Barbarenschrott hier. 160 minus 15 ist auch kein guter Helm, oder? Nee, absolut gar nicht. 145 minus 11. Da kommen wir langsam in Richtung von dem Helm, den man tragen könnte. Und 50 minus 3 ist tatsächlich ein guter Helm. Aber der ganze rostige Kram, den die als Waffen benutzen, ist so eine Sache. Ist die gut? Brauchen wir jemanden, der sich mit Äxten auskennt. Hallo, ich habe hier Heavy Rusted Axe. 80 bis 100, 75 bis 90... Mehr Armor Ignore. Okay, also man tauscht 10 Punkte Schaden gegen 10% Armor Ignore. Lohnt sich nicht wirklich, denke ich. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ich denke, wir werden noch ein Bündel Pfeile einkaufen. Preis ist mir da ziemlich egal, wisst ihr mittlerweile. Deshalb fehlen mir die Achievements, irgendwann mal 50.000 Kronen besessen zu haben. Aber hey, mir fehlt auch das Achievement, dass jemals jemand desertiert ist. Also was wollt ihr überhaupt von mir? Ist kein Verkaufsmarkt hier, sehe ich gerade. Wenn ich mir so meine goldene Ente angucke. Hätte ich hier wohl besser nicht verkauft, was? Aber pro Verkaufen. Wir müssen ja noch, ich wollte, dass Naid mal wieder mit einer Armbrust schießt. Weil mir das doch alles ein bisschen zu viel AOE-Krempel ist, den er da benutzt. Außerdem könnte jemand, der wirklich einen hohen Skill hat im Fernkampf, eigentlich auch einen Spiked Impaler benutzen. Wo ist hier der Unterschied? 50-70, 50-75? Gar keiner? Ich glaube, der Fernkampfbonus ist geringer, nicht? Ja, der hat nur 10 Fernkampfbonus anstatt 15. Okay, dann machen wir Crumbled Watchtower kaputt, was auch immer das bedeutet. Da waren da einfach nur Goblins drin, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass da einfach nur Goblins drin waren. Mach mal Ambition auf, damit wir gegen die Untoten kämpfen können. Barbarians, geh aus dem Weg. Ihr sollt gegen die Untoten kämpfen und nicht gegen andere Menschen. Das Imperium erhebt sich wieder. Der Imperator ist zurück. Niemand weiß, wie das passiert ist. Dafür muss man das Fortnite Special Event spielen, um den Film im Kino sehen zu können. Ach, in was für tollen Zeiten wir doch leben. Okay, ich denke, es sind alle auf dem Feld, die auf dem Feld sein sollten. Dann schauen wir mal in den Crumbled Watchtower. Das sind Orks. Was haben wir denn jetzt plötzlich gegen Orks? Hallo, ich glaube, ich habe mich in der Hausnummer geirrt. Ich war hier, um Untote zu bekämpfen. Habt ihr Untote gesehen? Ist das ein Goblin-Schwert? Ist das ein Ork, der ein Schwert hat? Goblin-Schwert? Ich kann schon verstehen, warum du als Erster los bist, weil die anderen dich nicht besonders gut leiden können, weil du ein Ork bist, der mit einem Goblin-Schwert durch die Gegend rennt. Solltest vielleicht mal über deine Lebensentscheidungen nachdenken. So. Die anderen danken mir jetzt dafür. Warum auch nicht? Ich meine, es war ein Ork mit einem Goblin-Schwert. Ja, kommt ihr ran oder kommt ran, gell? Dauert halt ein Sekündchen.
Deshalb finde ich mit 3 Speertanks zu spielen auch manchmal ganz interessant. Wenn ich hier dann Ulfa gegen einen Speertank getauscht hätte, gibt es nur einen Slot, in den die Orks springen können, um jemanden zu betäuben. In anderen Slots werden die mit Speeren zurückgedrängt. 22, 95. Wie viele Orkkrieger haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das sind ein paar, wo wir gleich draufhauen müssen. Das war ein ziemlicher Sprung dafür, dass er noch angegriffen hat. Ra, 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 ra. Okay, Waffenzeit, was? Ja, hier können wir direkt durchspalten. Das lohnt sich nicht, aber hey, das Ziel ist nun mal da. Da gibt's auch nichts zu tun. Der kriegt noch keine Punkte wieder zurück, das heißt, er schießt nicht nochmal. Oha. Jetzt werden die Krieger aber motiviert, ne? Die haben gesehen, dass es losgeht. Das wollen sie nicht verpassen. Normal rücken die doch nicht so weit vor. Wir müssen hier unten an die Flanke gleich ein bisschen beiziehen mit der großen Zweihandachse und dem Zweihandstreitkolben. Weil hier gibt es dann nichts mehr zu tun. Hi. Die sich immer so Dinger bauen, dass sie einfach so mitten in meine Formation springen können, indem die hier vorne die zuboxen. Naja, was soll man da machen? Wurfäxte ziehen, schätze ich. Chap, chap. Wag dich, den Mann zu betäuben. Ich vernichte dich. So, wir müssen dem Ork da schlechte Laune machen, bevor der drankommt. Okay. Wir haben den Ellenbogen gebrochen, das heißt, wir treffen ihn jetzt besser als vorher, wenn ich mich da nicht arg täusche. Wir hatten das Problem ja letztens erst mit einem von unseren Männern. Bertel, die Zeit für deine Armbrust ist auch vorbei. Au, das war ein ziemlich harter Treffer. Jemand muss sich mal um den kleinen Typ da kümmern, der steht doch irgendwie im Weg. Das ist nicht gut. Da müssen wir rotieren. Die Frage ist nur, mit wem und wohin. Dennoch dran? Okay, dann einmal. Unnötig. Und zweimal und du bist da auch schon raus. Cool, was? Rotation auf allen Leuten. Macht das Leben einfach einfacher. Der muss weg. Der hier in der Mitte, um den mache ich mir nicht ganz so viele Gedanken. Naid ist hier gleich von 3 Orks eingeschlossen. Aber der hat schon schlechter gestanden. Muss man als Backliner auch erstmal sagen. Ja, ich bin zwar gleich von 3 Ork-Kriegern eingeschlossen, aber ich habe schon schlechter gestanden. Muss man dazu sagen. Okay. Nicht okay. Uff, wenn der da hier dran springt. Aber ein Problem. Hi. So. Eins nach dem anderen. Der da oben ist immer noch. So, hier ist gerade niemand, was? Das heißt, wir können hier wieder durchrotieren. Der kann den da oben annehmen. Der da kommt da hoffentlich nicht weg. Gut, hier ist wieder Wurfachszeit. Mitten in die eigene Kompanie geworfen. Gut, der will fliehen. Es ist langsam Zeit, dass wir uns um den Kerl da kümmern. Der steht da nämlich ein bisschen lästig in der Gegend rum. Und ich denke, der Großteil von meinen weichen Leuten ist mittlerweile abgedeckt. Jetzt müssen wir nur noch töten. Ich weiß, der flieht schon, aber ich kann doch mit Raskow sonst nichts machen. Ich kann ja jetzt nirgendwo hin rotieren, sodass es relevant werden würde. Wenigstens stehen Orks nicht wieder als Zombies auf während dem Event hier. Ich weiß, lustig wäre es irgendwie, aber gut, dass es nicht so ist. Den mussten wir jetzt ganz schön oft retten. Bertel wird hier durchrotiert, damit er nicht von den großen bösen Orks getroffen wird. Ich glaube, du kannst gerade nicht wirklich helfen.
Naid steht zum 20. Mal einem Orkkrieger gegenüber in diesem Kampf. Das nur, weil ich an der falschen Tür geklingelt habe. Bam! Große Hämmer, das ist das, was man gegen Orks braucht. Bei Äxte tatsächlich eine ziemlich coole Universalwaffe sind, muss ich mittlerweile doch sagen. Das war ziemlich Disrespekt, zuerst den großen Orkkrieger zu vernichten, bevor er sich zu dem kleinen umgedreht hat. Da ist nicht genug Ausdauer in unserem Ulfa. Wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich 100 Slots Inventar voll habe, bevor wir überhaupt irgendwas machen? Naja, Bertram, Willenskraft, Ausdauer und Willenskraft. Irgendjemand ein echtes Level up? Kettlemund. Haben wir hier, da und... Ja komm, mach die 72. Sei mal nicht so, gönn dir den einen Punkt Nahkampfangriff. Ha? Ha? Los, gib mir Ambition. Ich muss gegen Untote kämpfen. Ich will doch wissen, wie der Krieg aussieht. Ich weiß zwar nicht, was hier passiert, ob die Untoten auch tatsächlich dann Städte belagern oder so ein Blödsinn. Hey, zweite Granitfestenkompanie. Was geht bei euch? Heute schon Untote getötet? Wir sind's. Wir haben aus Versehen bei Orks geklingelt. Ich hoffe, das stört niemanden. Was gibt's? Secure Secluded Burial Ground. Natürlich, können wir gleich machen. Ich hasse Untote. Find Secluded Burial Ground. Okay, das ist eine Wombo-Kombo-Quest. Wir gehen jetzt nach Süden, suchen das, kommen dann zurück und vernichten das dann. Das ist ziemlich clever, oder? Oh Mann, oh Mann. Ich habe so ein paar große schwarze Ork-Schilder mit dabei. Tja, besser können wir eigentlich alles mal verkaufen. Deshalb habe ich 100 Slots voll, bevor wir überhaupt losmachen. What? The Undead are rising. We need to put an end to this. Was macht man hier? Have a character in your roster with a 3-star talent, 3 different attributes. Okay. Man muss tatsächlich, es gibt eine Ambition, so jemanden zu finden. Was ein Unsinn. So, defeat the undead scourge. Losing. Ach, das war nicht das, was ich hören will. So südlich von hier stand da, ha? Huh? In der Region Bear Scrub, das ist hier. Natürlich wird es dunkel, damit es gruseliger ist, wenn wir einen Friedhof finden. Gehen wir zurück, lassen uns dafür bezahlen und dann gehen wir den Friedhof vernichten und lassen uns auch dafür bezahlen. So söldnert man. Professionell gesöldnert. Tschup. Aha. Und weiter geht's. Da ist jetzt wahrscheinlich die Besatzung vom Black Monolith drin, so wie meine Jungs ausgerüstet sind und vom Level her sind. Kann ich sehen, wer da drin lebt, bitte? Nein, kann ich nicht. Na gut. Dann lassen wir uns wohl überraschen. Es sind einfach nur Menschen? Es sind einfach nur 22 Briganten. Allerdings haben sie vielleicht keinen Master Archer dabei. Hey, hi! Ich war eigentlich hier, um gegen Untote zu kämpfen, aber wir scheinen schon wieder an der falschen Tür geklingelt zu haben. Naja, passiert. Dann kommt mal her. Oder? Kommen wir? Bis nach hier würde ich vielleicht aufrutschen, aber zu mehr bin ich nicht bereit. Dann können meine Armbrüste nämlich in eure erste Reihe schießen. Oha! Der alte Brigand Raider. Bestimmt ein Retired Soldier oder so. Sein Kumpel. Achso, die müssen Leute aus der Versenkung noch hochholen. Wir rücken vor bis zu dem Stein. Dann zeigen die sich gleich schon. Hooked Blade. Und wenn nicht, können wir danach immer noch weiter vorrücken. Okay. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir rutschen. Wir rutschen. Wir rutschen also alle eins weiter nach oben. Passt schon. Und dann kommt ihr ran und wir hauen euch die Hucke voll. Soweit der große, große Plan. Wenn ihr nicht rankommt, dann erschießen wir euch einfach und die Sache hat sich dann auch für mich erledigt. Ihr habt keinen Champion oder so, ich habe einen Bounty Hunter dabei.
Kein Champion, kein Anführer, keine Specials, keine legendären Waffen. Er hat ein offenes Visier und du hast ihm in den Helm geschossen, er hat keinen Schaden genommen, ja? Gute Arbeit. Die sind alle starr vor Angst. Okay, ja, okay. Ja, irgendwann wäre ich auch gern wieder dran. So, wenn wir den da hinsetzen, den da hin. Packen wir den nach hier. Scheiß auf das Banner. Scheiß auf das Banner. Das ist wirklich kein Kampf, wo wir das brauchen. Ach, die denken immer natürlich, die denken, sie hätten mehr Fernkämpfer dabei, weil die alle kleine Wurfäxte und Spieße in der Tasche haben. Ich erinnere mich. So, einmal vor. Wir machen hier ein paar Potshots auf die großen Kites. Ich gehe nicht davon aus, dass da wirklich einer von durchgeht. Bertel, wenn der Mann jetzt gestorben wäre, wäre das dieser Moment gewesen, in dem du mir positiv aufgefallen wärst, von dem wir letztens gesprochen haben. Weißt du noch? War tatsächlich kein schlechter Schuss. Uff, der hat eine Harpune dabei. Gut, dass er nicht getroffen hat. Die Dinger machen Schutzschilder kaputt. Kommt ihr dann her? Oder oh, ist das ein Anführer? Es ist Gunther, der Grinsende. Der hat wieder so eine leichte Schuppenrüstung dabei. Na dann, na dann. Wie nenne ich denn die Episode hier? Irgendwas mit der Untoten-Invasion. Au. Ich lese vielleicht mal den Text durch. Vielleicht finde ich irgendeinen super nerdigen Lore-Schnipsel, den ich gebrauchen kann. Okay. Gunther, wir werden gegeneinander kämpfen. Ein Duell. It's time to duel. Ich finde es immer schade, dass so Leute, die einfach nur so ein Käppchen aufhaben, so eine Reverse Base Cap, dass ich die nicht einfach direkt headshotten kann, wenn ich das möchte. Ich hätte gerne eine Waffe, mit der ich gezielt headshotten kann. Also eine Fernkampfwaffe, ein Scharfschützengewehr. Ich brauche so ein Skaven Jezzail Team, die hier hinten einfach stehen und Leute für mich snipen, wenn ich das will. Gibt's hier noch irgendwo ein sauberes Ziel? 61. Zahl war zu hoch. Trifft er nicht. Oh nein, Bertram mischt sich ins Duell ein. Er kommt mit dem Klappstuhl. Hey, böse. Und der würde gerne kämpfen. Die sind ja im Prinzip wie so eine Art schlechte Version von den Adelshaustruppen, nicht? Die haben auch die großen Schilder, die haben die kleinen Waffen, die sind halt ein bisschen unsortierter, was die Nahkampfbewaffnung angeht. Aber im Endeffekt, na gut, ich flanken ein bisschen mehr. Wow, gute Arbeit, Brigantenräder. Fliegt ihr nur. Wir haben hier oben ein bisschen die Formation aufreißen lassen, was? Nur ein bisschen. Da unten passieren komische Flankenmanöver, die mir nicht passen. Es gab nicht genug, um nochmal schwingen zu können? Wir haben doch jemanden getötet. Ha. Ihr geht besser schon mal nach Hause, Marksman. Ihr könnt dann nächstes Mal weiter moschen. Ah, kacke, Bertel hat ja weder Rüstung noch sonst irgendwas. Lasst Bertel in Ruhe. Da habe ich nicht dran gedacht, dass er ja nicht forged oder nimble ist und dass er jetzt da ein bisschen ranzig stehen könnte vielleicht. Er hat sich ja dann erledigt nach der Runde. Der geht einfach eins weiter nach hinten und gut ist. Mal schauen, wie viele von denen überhaupt noch mitkämpfen wollen, wenn das hier rum ist jetzt. Ich hätte nicht eine Runde warten können, damit der arme Kerl nochmal seine Armbrust abfeuern kann. 70 vorbei, herzlichen Glückwunsch. Das hier sieht doch nach einer Reaper-Angelegenheit aus. Okay, ich hatte mit mindestens einem Kopf gerechnet, vielleicht eher mit zwei. Manchmal kriegt man halt nicht das, was man gerne hätte. Das ist total egal gegen Orgrim. Weil wegen... Ach, was soll ich dir denn erklären? Du passt ja eh nicht auf. Hat der Mann da eigentlich keine Waffe oder hatte der zwei Harpunen? Ich habe das Gefühl, ich stehe schon seit einer Weile so rum. Oh ja, doch, er hat einen Hammer.
hat er gerade in seiner Tasche gefunden. Er hat ein bisschen rumgekramt und hat einen gigantisch lächerlich großen Cartoon-Zweihand-Holzhammer rausgezogen. Gut, das halte ich von deinem gigantisch großen Cartoon-Zweihand-Holzhammer, du lächerlicher Dude. So, du machst nicht so weit. Du kannst nach hinten kommen, ein bisschen unterstützen. Bevor du einfach da so rumstehst und wirklich nichts machst. Gehst nach hier, dann kannst du nächste Runde da hochspalten. So, 61, 76. Ja, ich weiß, dass es nichts bringt. Aber hey, tot ist tot. Wer ist er denn? Wir haben noch Robin Hood in der Tasche gehabt. Der einfach so rumgesessen hat, ohne mitzukämpfen. Was ein Twist in diesem Kampf. So, warum kannst du nichts tun? Weil du belästigt wirst von einem Raider. Erstmal das Kettenhemd zerschnitten. Wow, ein Treffer. Ihr habt echt eure Schocktruppen ein bisschen zu lang zurückgehalten. Jetzt habt ihr ja keine Leute mehr, die hier vorne aufbrechen müssen mit großen Zweihandwaffen. Die Schilder zuerst zu schicken war vielleicht nicht unbedingt die cleverste Idee. Also man hat in der Mitte einen Kern aus Schildern und will mit den Zweihändern flankieren, aber selbst das hat ja nicht funktioniert. Okay, Robin Hood hat jetzt das erste Mal mitgekämpft und hat direkt keine Lust mehr, ja? Können wir da jemanden... Was ist das denn für... Da treffe ich meinen eigenen Dude mit. Das will ich aber nicht. Das war schon eher was. So. Ein paar von denen müssen halt dann einfach mal erbärmlich sterben, nachdem ich sie umgebracht habe. Also mit tödlichen Treffern angegriffen habe, anstatt mit zerrumpelter Rüstung und 10 HP in der Gegend rumzustehen. Da habe ich ja genau gar nichts von. Okay, die sind zäh heute, die Banditen. Ich wollte ja eigentlich auch bei Untoten klingeln. Ich meine, ich habe das Ding hier zuerst gefunden, bin dann zurück, habe mich dann nochmal dafür bezahlen lassen, hier hinzukommen. Und dann sind nicht mal Untote hier. Das ist ein Friedhof, okay? Eh wild, dass von denen keiner aufsteht. Ist das nur bei Locations, die nach dem Event gespawnt sind? Normal sollten die eigentlich als Untote zurückkommen jetzt gerade. Weil ja jetzt mittlerweile alles siffig ist. Deshalb haben die ganzen Legionäre ja auch alle Wiedergänger und so mit dabei. Weil man das jetzt so macht. Gut, wir sollten die hier mal schnell belästigen gehen, bevor die sich dazu entscheiden, uns frühzeitig zu verlassen. Hey, Robin Hood ist wieder aufgetaucht. Du wolltest doch nicht etwa auf Bertel schießen? Der schießt dir mal den Nacken kaputt. Was machen wir mit dir? Boah. Ich mag das Bild einfach nicht. Handgespalten ist irgendwas, wo ich nicht ernsthaft drüber nachdenken will. Hallo, kleine Miezekatze. Die kleine Katze hat sich daran erinnert, dass sie hier vorne einen Kratzbaum mit einem riesigen Turm dran stehen hat. Die letzten zwei Tage schläft sie da jetzt wieder drauf. Manchmal ist das mit Katzen halt so. Sollten die gerade aufstehen als Zombies? Oder warum habe ich diesen Battleground-Zoom hier bekommen? Ich glaube, die sollten als Zombies wieder aufstehen. Ist aber nicht passiert. Okay. Große Menge nichts. Dann gehen wir zurück, lassen uns bezahlen. Aha, es hat geholfen, dass wir den Friedhof kaputt gemacht haben. Wie viel brauchen wir eigentlich noch, damit wir endlich mal eine coole Kompanie sind? Ach, nur noch 6000 Punkte. Easy. So, kauft ihr von uns oder eigentlich ist es mir egal? Wir verkaufen das hier unten jetzt einfach mal alles, weil ich benutze es ja doch für nichts. Ich habe alles nur hier die Segel voll. Das Einzige, was wir behalten, sind die Unholdknochen. Weil aus denen bauen wir irgendwann nochmal so eine Rüstung, wie Orgrim die anhat. Schätze ich. Wenn wir irgendwann nochmal ein paar Unholden begegnen und denen auch
dreimal Leder abziehen, damit wir den Kraken sehen könnten. Was wahrscheinlich nicht passieren wird. Weil die Kompanie hier zu wenig gute Backliner dafür hat. Von unten nach oben verkaufen irritiert mich gerade total. So, die schwarze Farbe hier kann mal weg. Die Dinger da benutzen wir doch auch nicht. Wenn, dann benutze ich einen 40er und gut ist. Wenn es nicht die umsonst 10er sind. So, die kleinen Wurfäxte benutze ich nicht. Den zweiten Köcher werde ich auch niemals benutzen. Das kann weg, das kann weg. So. Gehen wir hier mal durch. Dann würde ich gerne zwei behalten. Warum, weiß ich nicht. Die können weg. Verkaufen war früher auch mal einfacher, als das Inventar noch kleiner war. Ich habe hier aber auch Zeug dabei. Da könnten wir noch eine komplette Kompanie mit ausstatten. Und die wäre dann sogar gut ausgerüstet, was? 50, 70. Was gibt's? Untote? 8 Unholde. Auch noch weiße Schneeunholde. Das sind ein bisschen zu viele. So gegen 5 oder 6 würde ich vielleicht kämpfen. Aber 8 sind, Met. 8 sind eine Hausnummer. Hier ist nichts passiert, schätze ich. Nö. Na gut, dann. Dann gehen wir mal ans Meer. Gucken wir, was so geht. Wir müssen noch mehr Untote bekämpfen. Wo immer wir können. Bezahlt man denn heutzutage für eine seltene Kompanie? 630 Eier am Tag. Na dann. Hallo. Ich würde gerne gegen Untote kämpfen. Kill marauding greenskins around Hagamos. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt. Aber wir kämpfen gerade gegen Untote. Karawane, okay. Wenn ich mit der Karawane nach Norrevold fahre, kann es sein, dass sie da legendäre Gegenstände verkaufen. Die haben nichts da. Nein, die haben einen Kettle. Toll. Also auch keine legendären Gegenstände. Weil legendäre Gegenstände gibt es nicht wirklich hier in diesem Fenster. Wo sollen die sein? Hagamos ist auf der anderen Seite der Karte, oder? Hagamos ist da. Nein, ich lehne dankend ab. Wir schauen mal da am Hidden Temple vorbei. Sowas, ey. Wobei, die haben eine Taverne. Vielleicht haben die ein Gericht für mich. Ich brauche immer noch coole Sachen. Das ist alles Bullshit. Nein. Nein, ich will nicht gegen Orks kämpfen und ich will auch keine Schädel zurückbringen. Habt ihr mal auf den Kalender geguckt? So, the dead are stirring in their graves. Ja, ich weiß. Seeking for work, ist mir egal. Maybe I should just hang myself. Lustig. Implizierter Suizid. Oh, das S-Wort darf ich auf YouTube gar nicht sagen, oder? Oh, schaut, der See, von dem ich gesagt habe, dass wir den so selten sehen. Noch zweimal. Ich hatte ganz kurz die Hoffnung, dass der Ichirok hier oben spawnt und sagt, Dude, wo warst du so lange? Ich warte seit 300 Tagen auf dich. Genau hier, an dieser Stelle. Kann ich bitte wissen, was da drin ist? Normal kann man doch untote Locations scouten. Was habe ich gesehen? Gar nichts. Na gut, dann schauen wir einfach mal rein. Ich meine, was soll schon großartig passieren? So, 32. Geister. Ein Champion. Na, eine Einhand-Axt. Schade, aber cool sieht's aus. 6 Geister könnten ein bisschen ruppig werden, aber kein Nekromancer. Na dann, show me what you got. Die Untoteninvasion geht schließlich los. Also, ich habe gesagt, die Untoteninvasion geht los. Ihr müsst alle nichts machen, weil die Untoten kommen nicht so weit. Haha, die haben alte ranzige Beine. Ja, geh doch einfach. Sag mir nicht, dass da hinten ein Totenbeschwörer rumsteht. Oder dass der versucht, irgendwie nach hinten zu gehen. Hat er einen Namen? Sir Engelbert, der Verrottete. Cool. Was macht denn ihr hier? Ihr lasst eure Schlachtordnung dermaßen schäbig aufreißen, dass ich nicht mal sagen kann, was ich davon halte. 6 Geister. Da müssen wir ein bisschen auf die Center-Leute aufpassen. Ich weiß, die schaffen es wieder aus irgendeinem Grund, Angst vor den Geistern zu haben.
Obwohl, die wir checken jetzt gleich mal, mit wie viel Willenskraft die da stehen. So, er steht hier mit 72 Willenskraft, der steht aber auch sehr weit außen. Jeder steht ja direkt am Banner, das bringt er nochmal extra. Okay, wenn die in der Geschwindigkeit hier vorrücken, sind wir noch eine Weile dran. Sir Engelbert ist mittlerweile zurückgekehrt. Von den Toten. Was soll ich eigentlich mit einer legendären Einhandaxt? Ich meine, ja, die sieht cool aus. Aber wir haben niemanden, der sowas benutzen könnte. Einhandaxt. Braucht man die für irgendwas? Die gibt keinen Bonus, die macht keinen Schaden. Wir schauen mal, ob die Geister vorrücken. Dann können wir ein paar Potshots rausgeben. Einfach mal zwei Pfeile nach ein paar Geistern schießen. So, diesmal kommen die Untoten aber dicht genug ran. Der steht gleich wieder auf, keine Angst. Der tut nur so, als wäre er tot und müde. Und ich schieße einfach nur mein Geld weg. Die Demolition Range anschauen. Kann zuschauen, wie Geld verschwendet wird. So, da sind sie doch. Wir müssen anscheinend ein Feld aufrücken, um unsere Freunde Gebühren zu empfangen. Den Geistern scheint es zu blöd zu sein, dass die Schlachtlinie so aufgerissen ist. Die verstehen nicht, was hier los ist. Die wollen ja normal gerne in dritter Reihe oder so stehen, aber wenn das hier so weitergeht, gibt es keine dritte Reihe mehr. Gut, wir müssen nicht mal aufrücken. Wir können uns direkt durch dieses gammelige Fleisch hier durchschlagen. Sir Engelbert. Na dann, kommt mal her. Military Cleaver. Kein Fan. Die Geister sind wirklich nochmal nach dem dran, weil die vor dem auf Warten gedrückt haben. Ihr transparenten Hunde! Jetzt ist es raus, ich hab's gesagt. Ich hab das T-Wort benutzt. Okay, es macht mir keinen Spaß, wie die sich hier gerade auffächern. So, du hier, wo du in der Mitte stehst, du hast 63 Punkte Willenskraft. Das sollte doch eigentlich mehr als genug sein, um sich nicht direkt von einem Geist in die Hose zu machen. Du hast auch 64. Okay, ist gar nicht so viel, was sie da abkriegen von dem. Irgendwo nachgucken, plus 13 kriegen die. Gut, du bleibst da mal stehen. Fuck, werden die Untoten hier niedergemacht. Das ist ruppig, was ich da gerade sehen musste. Die erste Reihe, da haben sich einfach nur die Äxte gehoben und gesenkt. Und guck mal, wer ist das? Siebter Geist, der sich hier oben irgendwo versteckert hatte. Okay. Na gut, wir müssen die Tanks rausschicken. Die Mitte muss vorziehen, damit wir an die Geister dran können. Dann sollten wir da eigentlich schon ein paar von den Kerlen jetzt hier töten können. Das war einer. Ja, den lassen wir da erstmal alleine sitzen. Den hätten wir nicht unbedingt vorziehen müssen. Vor allem, weil anscheinend jetzt erstmal die Zombolis dran sind, bevor meine Speerträger drankommen. Kennt ihr das? Ihr steht morgens auf, habt weniger Initiative als ein Zombie in euch. Ja, das sind die guten Tage. Es wird ab da nur noch schlimmer. Kommt nur an. Ich weiß, dass die KI perfekt einplant, wann meine Leute dran sind. Wenn die hier planen, wie die ihre Jungs aufstellen. Ich kann das nun mal leider nicht, weil ich nur meine, weil ich nur hier was 2, 4, 6, 7 Leute auf der Liste sehen kann. Die KI ja alles weiß. Deshalb stellen die Geister meistens so in dem Gedanken, dass meine Jungs dann früher oder später dran sind, so wie die das gerne hätten, und die Geister dann noch blocken können. Orgrim läuft gleich weg, hundertprozentig. Ich sehe es ihm an. Die beiden Geister hier röpsen den an. Und dann geht er stiften. Du Kerl, gell? Wuselst da irgendwo mitten im Nirgendwo rum.
Ist jetzt gut gelaufen. Problem ist, dass die drei Geister, die da oben noch übrig sind, zwei, jetzt schlecht stehen. Wir hätten uns hier lösen müssen. Jetzt müssen wir ein paar Stangenwaffen da hochkriegen. Das Banner muss in der Mitte bleiben. Das war unfreundlich. Wirklich. Okay. Okay, ich reg mich einfach mal nicht darüber auf, wie das gewürfelt wird und ob das überhaupt sinnvoll ist. Denn ich gehe hier einfach gemütlich rein und mache hier meinen Job. So. Was auch sonst. Ich werde nur mit dem rotieren, damit er hier ein bisschen dichter am Banner steht. Okay, er ist zurückgekehrt. Müssen Bertram jetzt auch stehen lassen, damit er in Ruhe tröten kann. Und nicht irgendwelcher Blödsinn passiert. Die zwei Geister da oben sind tatsächlich ein bisschen schlecht eingebaut für uns, weil wir uns da durch die schweren Fallen Heroes durchschlagen müssen. Das wäre ein gewagter Sprung, vor allen Dingen, weil er dann weit weg vom Banner ist. Aber der könnte dann... Können wir nicht machen. Das wäre zu gewagt gewesen, ihn da hinzusetzen, damit er nächste Runde potenziell da hochslashen kann. Mag nämlich dann durchaus passieren, dass wir den dann verlieren. Wir stehen jetzt hier ein bisschen schlecht, wenn die Untoten in der zweiten Reihe gleich wieder aufstehen. Passiert hier weiß Gott was. Ich glaube, wir rotieren dich trotzdem wieder rein. Wobei, nein, es macht wenig Unterschied, wo du stehst. Hoffe einfach, dass der Typ da dich nicht trifft. Ja, wir haben hier gerade ein bisschen die Formation aufreißen lassen. Aber ist halt manchmal so. Dann jetzt nicht noch mehr von denen wirklich tief hier reinspringen. An dich da müssen wir immer noch dran. Wir kriegen dich noch. Uff, wird schlimmer. Da wollte einer aufstehen, durfte aber anscheinend nicht. So. Das wäre tatsächlich vielleicht langsam eher eine Zeit für Wurfäxte gewesen, nicht? Ich weiß nicht, ob wir dich kämpfen lassen sollten. Du brauchst ja deine Puste. Na den auf jeden Fall. Du stehst da gerade schlecht, Naid. Wir müssen nicht gleich mal gegen Haribert rotieren. So, und den da stechen wir mal nieder. Au. Wir müssen hier durch. Das ist echt nicht gut hier. Vor allen Dingen steht unser Kumpel Bertel da nicht besonders gut. Jetzt hör doch mal auf, was ist denn das hier? Au! So, ich hatte gesagt, wir wollen Naid ausrotieren. Packen dem da den Kopf ab. Hui! Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass das komplett vorbeigeht. Wir stehen hier gerade schlecht und es stehen viele Leute so, dass sie anfangen Schaden zu nehmen. Warum hat der Gesundheit fehl? Ach, der ist von dem Geist angefasst worden, nicht? Der ist von dem Geist angefasst worden. Er hat gesagt, huuuuh. Er hat ihm direkt das Herz angefasst mit seiner kalten Geisterklaue. Gut, niemand hat ernsthaft Angst gekriegt, sondern nur so ein bisschen. Kann der mit einer Wurfaxt ihm seinen Kopf abschlagen? Wenn nein, warum nicht? Ja, da stellen wir uns erstmal drauf. Chop. Sehr gut gechoppt. Ich den eins vorrücken lasse, in der Hoffnung, dass keiner von denen hier aufsteht. Dann kann der nächste Runde an den Geister dran. Die Geister da oben sind echt kacke. Wir kommen nicht an die ran.
So, hier durchpushen ist nicht. Also Speer in das untote Fleisch. Du hast erstmal nichts zu tun weiter, außer hier ein bisschen zu pieksen. Weil wenn er das nächste Mal nicht trötet, lassen wir ihn in Ruhe stehen. Der hat sonst Ausdauerprobleme, wenn wir ihn brauchen. Ja, das hatte ich mir gedacht, das sah nicht gut aus für uns. Aber der Rote Ritter steht ja noch bereit. Der macht da kurz einen Prozess. Du, mein Freund, was brauchen wir hier? Ich sehe Bertram selten ohne seinen Hut. Das hier ist lästig. Mach dir mal ein bisschen Platz. So, und hier müssen wir durch. Ist nun mal so. Die Axt scheint gar nicht so geil gegen Rüstung zu sein, was ich da also sehe. Sonst hätte Raskov schon mehr Probleme. Okay, der steht auf. Das ist mir ziemlich egal. Das hat niemanden interessiert und das hat den ein bisschen interessiert, aber nicht ernsthaft. Gut. Die Wurfäxte sind wirklich nicht schlecht gegen ungewöhnliche Ziele. Mal gucken, ob es da nicht vielleicht irgendwie bessere gibt. Hallo, Bertel. Passieren da noch Dinge mit dir, ha? Au. Gut, ich glaube, so langsam sind wir aus dem Gröbsten raus. Du machst Pause, auch wenn es nur noch ein einzelner Geist ist. Der rote Ritter hat keine Ziele im Moment, soweit ich das sehe. Der grüne Ritter auch nicht. Der kann aber aufrücken und sich ein Ziel suchen. Der Mann ist dazed and confused. Das ist mir ziemlich egal, was da oben passiert. So, du gehst mal an den Geist, damit er dich gleich erschrecken kann. Ich weiß, dass es tun wird. Der hat Katze. Boah, ich wusste nicht mal, dass man sowas als Untoter haben darf. Ich habe wirklich schon seit einer Weile drüber nachgedacht, ob er tatsächlich gleich Katze aus dem Säckel zieht. Und ja, macht er. Er zieht einfach so Katze aus dem Säckel. Danke. Gut, so viel zu der Vorhersage. Dann ziehst du mal dein Schwert und triffst. Roderick macht sich wirklich gut. Mit dem habe ich Spaß. Du müsstest bis nach... Machen wir es einfach so. Hey, jetzt hört mal auf, Raskulf alles zu schlagen. Der hat es wirklich... Was hat Katschin gemacht, weil wir Geld gekriegt haben? Raskulf war zu weit weg, um den anzupusten, ich weiß. Na gut, roter Ritter zählt. Grüner Ritter hat keine Arbeit, den können wir damit ranholen, um den Typ da endlich mal zu spalten. Ihr bleibt hier stehen, um zu schauen, dass Engelbert der Gammlige nicht wieder aufsteht. Und du läufst in die falsche Richtung, Orgrim. Was soll man machen? Ist das Sir Engelbert? Ja, aber er heißt jetzt nicht mehr Sir Engelbert der Gammlige, sondern der ist ein ganz normaler Untoter geworden. Lustig? Fragezeichen? Hey, mal ganz ruhig. Ich würde hier gerne... Danke. Ich kann nochmal. Auf wen soll ich noch schießen, Mann? So, wir haben noch diesen Fallen Hero da oben. Den wir jetzt zweimal zu Engelbert den Gammligen getötet haben. So, der wird hier in die Zange genommen vom grünen und vom roten Ritter. Puh. Der kann kein Terror mehr machen. Traurige Terrorgeräusche. Hör auf, Mann. Das ist peinlich. Es sind keine Gegner mehr da. Und der rennt schwitzend da oben durch die Gegend. Als würde von irgendwas verfolgt werden. Muss ich wirklich noch mehr Männer da oben reinschaffen, ja? Ich meine, ja, wir können dem auch seinen komischen dünnen Pappdeckel da eigentlich mal aus der Hand schlagen. Dann hätte sich das auch. Der kämpft da schließlich gegen zwei Äxte. Was gab's denn Feines? Der Famed Harbinger. Die sieht tatsächlich gar nicht so schlimm aus. Hallo, Warden of the Stars. Da hätten wir unsere Ambition ja doch erfüllt.
Gut, wir lassen die kaputten Rüstungen, die. Alter, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal das Barbaren. Barbarenfähigkeit ausgelöst, was? So, und eure vergammelten Holzdeckel könnt ihr auch behalten. Ist der Schild denn cool? Was haben wir hier? Ist tatsächlich besser gegen, viel besser gegen Schutzschilder als unsere alte. Ja, gibt sich nicht viel. Ist schwerer. So, 23, 23, 18, 18. Genauso stabil. Toll. Was für ein nutzloses Ding. Ja. Stabil, ne? Bitteschön. Bitteschön. Wenn du jetzt noch eine Waffe anziehst, tada. Legendäre Ausrüstung. Jetzt hätten wir die Ambition auch erfüllt gehabt. Wo ist denn jetzt dein Speer hin? Der kaputte wird das sein, ha? Huh? Ein paar Untote aufgegabelt. Bertel, mein Kerl, was lernst du diesmal? Roderick lernt nichts mehr außer Fernkampf. So, Sir Roland, du bist auch fertig. Ja, du bekommst dann Axe Mastery und bist dann austauschbar mit Sir Haribert. So leid mir das tut, aber so ist es wohl. Boop. 97 Nahkampf, 41 Verteidigung. Das ist stramm. Das ist wirklich eine ganze Menge. So, 1, 2. Das ist immer noch zu niedrig. Aber da müssen wir uns noch einmal drauf drücken, damit es sich lohnt. So. Dir fehlt immer noch Hellebarde. Problem ist, nächstes Mal wirst du nimble und bekommst dann schon. Wo war denn der Vorteil von Hellebarde? Ach so, ja, doch, fort. Aber Pathfinder kommt dann wirklich spät. Weil der kriegt ja dann Nimble, Berserk und dann hätten wir erst Zeit für Pathfinder. Nachdem mir Hellebarden Mastery wichtiger ist als Pathfinder, müssen wir jetzt Pathfinder skillen, damit ich das nächste Mal was habe, worüber ich eher nachdenken muss. Ihr versteht das jetzt vielleicht noch nicht, aber wenn es erstmal soweit ist, werdet ihr das verstehen. Okay, wir sind jetzt an der Stunde dran, aber ich würde trotzdem mal gern gucken, ob wir da reinschauen können. Herausfinden, was da so geht auf dem Friedhof. Vielleicht ist es ja was Cooles. Na gut, dann wohl fürs nächste Mal. Haben wir noch Platz im Inventar? Haben wir. Wenn nicht, müssen wir ein größeres Auto kaufen. So. Keine schlechte Episode, wir haben uns der Untotenbedrohung angenommen. Wenn wir uns da weiter so durchschlagen mit der ersten Reihe, die einfach die Äxte hebt und senkt, dann sind wir schnell fertig mit denen. Aber hier 95, solltest du nicht eigentlich so ein Kettenhemd tragen? War da nicht irgendein Scherz, den ich da... Dass die Kettenhemden in Wirklichkeit besser sind? Du bist leider Omada, aus dir ist leider nichts geworden. Muss ich mich jetzt schon mal für entschuldigen. Dass das nichts war. Ich hatte es mir wesentlich cooler vorgestellt. So, dann haben jetzt die beiden Außenleute mit den Hellebarden und den Armbrüsten die Kettenhemden an. Drinnen die Jungs haben die Nomadenklamotten an. Das ist schon okay. Du könntest dann vielleicht tatsächlich... Wobei, es ist total egal. Es macht keinen Unterschied. Du bist eh viel zu schwer gepanzert. Du bist ja auf minus 20 fast schon. Du brauchst aber jetzt trotzdem Klamotten, was? Hier. Ihr habt alle was Cooles an, nicht? Ja. Beide die... Okay. Okay. Dass die nicht im Einsatz ist, ist vielleicht ein bisschen traurig, aber Sigurd gibt seine Rüstung ja nicht her. Wo kommen wir denn da hin? Na gut, dann war das Episode 1 von der Untoten Invasion. Danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich immer noch traurig darüber bin, dass der Edgy Rock nicht da ist. Ciao, ciao.